ein Zwerg. In erster Linie bin ich ein Lebewesen und wohne hier schon länger, als du laufen kannst. Du bist Laurin. Du warst mal König der Zwerge. Zum tausendsten Mal. Es heißt nicht Laurin, es heißt Lauri. Mit Betonung auf dem Au. Genau. Ich schaff das schon. Bitte? Ganz wie du meinst? Immer noch besser, als sich von einem Zwerg helfen zu lassen. Laurin, ich hab's mir vielleicht doch anders überlegt. Zu spät. Aber ich bin Theodor, der Sohn des Königs. Theo? Dann erst recht nicht. Wir waren unschuldig. Unschuldig. Dein Vater hat uns ohne Grund verbannt. Zieh mich hoch. Ich werde dich dafür auch angemessen bezahlen. Lass mich horten. Mit Silber, Gold und Edelstein. Ja, genau. Zwergengold habe ich den ganzen Keller voll. Ja, dann eben mit was anderem. Was willst du für mich tun? Du bist doch nur ein Mensch. Wobei? Warte mal. Du tust alles, was ich will? Versprochen! Alles? Schwöre! Ich schwöre! Aber nicht, dass du jetzt hier die Finger überkreuzt. So kann es doch nicht weitergehen. Es ist jedes Jahr derselbe Mist. Seit ihr die Zwerge verbannt habt, gedeihen keine Pflanzen mehr. Alles verrottet. Schluss jetzt mit dem Gerede. In meinem Königreich haben die Zwerge nichts mehr verloren. Wenn du ein großer Eroberer werden willst, darfst du dich nicht mit Kleinkram abgeben. Nur was groß ist, ist gut. Er ist immer noch abnormal. Du wirst niemals in meine Rüstung passen. Das heißt, kein Turnier? Nicht für dich, Theo. Wie ich sehe, darf der Königssohn heute rauskommen? Ein bisschen Spiel? Zu schade, dass der König seinen eigenen Sohn nicht zu eurem Turnier angemeldet hat. Es war ihm wohl zu peinlich. Ich werde trotzdem am Turnier teilnehmen und dann zeige ich es euch. Laurin, König der Zwerge! Zum tausendsten Mal. Es heißt nicht Laurin, es heißt Lauri. Mit Betonung auf dem Au. Au! Genau! Ein Angriff auf die Königsburg, das kostet was. Das weiß ich doch. Das ist ein magischer Kraftgürtel. Verleiht einem die Kraft von 12 Männern. Die Spiele mögen beginnen und der Stärkere gewinnen. Ich mach dich fertig. Erobern der Beste sein. Immer geht's euch Menschen nur darum. Die armen Eliten greifen an. Unser erster gemeinsamer Kampf. Warum müssen Kinder immer so finster dreinschauen, wenn sie mal was mit ihren Eltern unternehmen sollen? Ja, so mag ich's.